Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Railroad Tycoon 3. Wir sind im dritten Szenario und die Aufgaben. Am 10. Mai 1869 schlossen sich die Central Pacific und die New Union Pacific Railroad am Promontory Summit in Utah zusammen und vereinten ein noch junges Land. Alles begann mit dem Pacific Railroad Act am 1. Juli 1862. Die Eisenbahnlinien erhielten Landkonzessionen, sodass sie bis in die Küsten der Nation vordringen konnten. Genau das ist nun ihre Aufgabe. Bronze verbinden sie bis zum Jahr 1876 Sacramento, Kalifornien mit Salt Lake City in Utah. Silber erfüllen sie die Bronzebedingungen und verschaffen sie ihrer Gesellschaft bis zum Jahr 1876 einen Buchwert von mindestens 10 Millionen. Gold erfüllen sie alle obigen Bedingungen und transportieren sie außerdem bis zum Jahr 1876 10 Waggons mit Truppen auf der Strecke zwischen Salt Lake City und San Francisco. Truppen erscheinen nur, nachdem die Städte verbunden worden sind. Sonderbedingungen. Sie verfügen nur über begrenzte Streckenbau. Zu Beginn haben sie 800 Meilen und in jedem neuen Jahr erhalten sie 100 Meilen dazu. Sie können als Vorstand ihrer Gesellschaft nicht zurücktreten oder abgesetzt werden. Gleise müssen mit dem Streckennetz verbunden sein. Sie können keine Aktien ausgeben oder zurückkaufen. Okay. So, Sacramento. Sacramento ist da oben. Und da unten haben wir San Francisco. Und hier hinten ist Salt Lake City. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Hier ist natürlich alles sehr gebirgig. Hier werden wir wohl einige Tunnel bauen müssen. Schauen, dass wir hier auch noch ein bisschen was mit angeschlossen kriegen zwischendrin. Chico, Yuba sind natürlich sehr kleine Städte. Müssen da jetzt natürlich auch sehr genau planen. Da ja nur begrenztes Potenzial vorhanden ist. Hier hinten haben wir ein bisschen Landwirtschaft. Wird das irgendwo gebraucht? Getreide? In Stockton wäre es interessant, in Sacramento. Dann haben wir Mais. Ja, das wäre hier oben bei Yuba City für die Milchwirtschaft. Das wäre das Zeug hier unten alles. Obstplantage, Mais. Nur mal kurz einen Blick werfen. Naja, hier könnten wir drei anschließen. Das wäre natürlich schon mal sehr schön. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal Potenzial, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das heißt, Sacramento, Stockton wäre interessant. Dann eventuell rüber nach San Jose. Und gucken, dass wir eventuell San Francisco mit eingebunden kriegen. Alles klar, legen wir los. Wir brauchen, so viel zum Thema 800 Meilen, ja. Wir haben nur noch 4 Meilen zur Verfügung. 4 Meilen fehlt schon. Wir müssen auf jeden Fall einspurig bauen. Da Doppelgleise auch entsprechend mehr Strecke verbrauchen. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Wir können ja... Ich denke, wir können keine Aktien ausgeben. Können wir doch. Dann machen wir es doch auch. Noch eine Anleihe. Sacramento. So, dann werden wir noch... Postamt und alles mit reinbauen, bisschen Industriegewinne und ähnliches darüber machen. Schlägt sich ja dann auch immer positiv auf unser Konto nieder. So. Bop. 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 Und dann lassen wir schon mal den ersten Zug fahren. Kauf. Okay. Madeira wäre natürlich auch noch interessant. Ist aber eigentlich nicht so wirklich auf unserer Strecke. Und nach San Jose wird es relativ teuer. Ist hier ein bisschen hügelig. Mal gucken.
San Jose bzw. San Francisco nachher so reinkriegen, dass das schön ist. Wollen ja natürlich auch einiges mitnehmen, müssen aber immer auf die Berge hier aufpassen. Es wird nicht so schön, wie ich mir das erhoffe. Hier könnten wir nochmal die drei mit anschließen. Ein bisschen Obst liefern. Das dürfte unter Umständen rentabel werden. Ähnlich ist das ja hier auch. Dass wir da eventuell Industrie mit beliefern können oder irgendetwas. Schöner kriegen wir es nicht hin. So, ja, einen Bahnhof können wir jetzt natürlich so nicht bauen, ne? Ist klar. Wir müssen ja erst die Strecke dahin basteln. Wir haben noch 600 Meilen über. Ziehen wir hier mal ein Stückchen noch mit runter. Und biegen dann hier ab. So. So, kriegen die drei damit reingezogen. Ja. In Madeira können wir den Bahnhof natürlich nicht so bauen, dass wir das damit eingeschlossen kriegen, oder? Nee, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was nehmen wir? Obst oder Getreide? Dann kommen wir jetzt mal hier rein und schauen wir weiter. So. Eine neue Lok, die American 440 in Stockton, Sacramento. Warum auch immer hier Alkohol lagert. Sacramento. Es wird nicht gebraucht. Auch nicht gebraucht. Ist jetzt natürlich ein bisschen ungeschmeidig. Hätten wir doch die Getreideplantage mit reinnehmen sollen. Naja, gut. Es kommt vielleicht noch. Kauf. Ja, wir haben kein Geld zur Verfügung. Jo, ist in Ordnung. Und hier mal ein bisschen Beschleunigung rein. Jetzt fährt der Zug natürlich auch leer durch die Welt. Aber den können wir eventuell im Laufe der Zeit hier noch woanders hinfahren lassen. Gucken wir, dass wir hier Richtung Madeira noch kommen. Eine Destillerie. Oh, eine Destillerie könnte interessant werden. Was brauchst denn du? Obst. Das ist doch wunderbar. Dann lassen wir den Zug doch nach Madeira fahren. Können wir mal eine Anleihe ausgeben. Dann können wir doch nochmal Aktien rausschmeißen. Und weiter Richtung Madeira bauen. So. Ja, es wird ungeschmeidig, ne? Aber egal, wir machen das. Hätten wir natürlich ein bisschen Strecke sparen können. War jetzt nicht so prickelnd, aber naja, sagen wir nichts zu. So. Dann fahren wir auf jeden Fall so. Das haben wir hier zu viel gemacht, ne? So stark ist unsere Lok ja nicht. So, für dich dürfte es doch jetzt eigentlich interessanter werden, nach Madeira zu fahren, oder? Ja, zumindest fürs Obst. Zumindest fürs Obst lohnt sich das hier runter. Der Mais. Dann bauen wir doch noch mal eine kleine Strecke. Und dann lassen wir doch mal glatt einen da lang fahren. Nee, Speisewagen brauchen wir nicht. Fracht nichts, Ende, Kauf. Und dann werden wir zumindest noch ein bisschen Obst
los, können das noch ein bisschen liefern. Können die Städte hier sich schon mal entwickeln. Eine Gruppe von Großfarmern hat ihnen als Anreiz für die Beförderung ihrer Produkte 150.000 Dollar pro Jahr geboten, wenn sie 5 oder mehr Ladungen ihrer Erzeugnisse im Jahr transportieren. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, dann wollen wir mal gucken. Aktie gesplittet, auch das ist schön. Ende. Das ist im Moment noch nicht so interessant. Also dafür, dass wir keine Aktien ausgeben können, können wir ganz schön viele rausschmeißen. Naja, ist okay. Eine Anleihe können wir auch nochmal rausgeben. Wir können nochmal eine rausgeben. Haben wir jetzt 4. Mehr möchte ich nicht unbedingt. Das wird dann entsprechend alles teuer. So. Ein Vertreter der Holz- und Stahlindustrie Kaliforniens hat ihnen ein Geschäft angeboten. Wenn sie der Industrie jährlich 100.000 Dollar zahlen, wird man ihnen genug Holz für 25 Streckenmeilen im Jahr zur Verfügung stellen. Na, das nehmen wir doch mit. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir San Jose hier irgendwie halbwegs schön reinkriegen. Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn wir jetzt einen Bahnhof bauen, haben wir einen ganz hässlichen Hügel da drin. Jawohl, haben wir auch. Madeira Bullet, Geschwindigkeitsrekord. Das ist doch super. So. So. Da oben ein Stückchen mit abgegriffen. So ein kleines bisschen wenigstens. Ja. Die Farmer sind wirklich erfreut, dass es ihnen gelungen ist, in diesem Jahr 11 Ladungen ihrer Erzeugnisse zu transportieren. Sie erhalten deshalb auch auf der Stelle den Bonus von 150.000. Machen Sie weiter so. Sie erhalten den Bonus in jedem Jahr, in dem Sie mindestens 5 Ladungen transportieren. So, gut. Dann hätten wir hier San Francisco schon mal mit angeschlossen. Der Hügel da natürlich richtig. Kneipe noch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ende. San Jose. Wie groß ist San Jose? Hast du schon mehr als einen Stern? Ja, du hast schon mehr als einen Stern. Das ist so gut. Da können wir also einen Zug nach Stockton und nach Sacramento fahren lassen. Das machen wir auch. Kauf. Und noch ein von dort oben. Kauf. So, bist du da schon mal schön unterwegs? Wir können jetzt hier nochmal unseren Bahnhof abchecken, ob es eventuell woanders besser wird. In San Francisco könnte man noch Getreide abliefern, das sonst nirgendwo gefragt ist. San Francisco, Stockton. San Francisco, San Jose. Aber auch in Stockton. Da unten alles gefragt. Nicht nur gucken. Ach, du bist der nach Madeira. Jawohl. Das war wieder der Bonus von 150.000. Buchwert sind jetzt 3,6 Millionen. Das ist doch schon mal schön. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo unser anderer Zug fuhr. Der nach Sacramento oder nach Stockton? Nach Sacramento. Okay, da könnten wir theoretisch gesehen einen Zug nach San Jose fahren lassen. Einfach aus Verdacht. Stockton Zephyr. Sehr schön. Es ist nur die große Frage. Ja, ist jetzt überladen. Okay, also es sind jetzt zu viele Sachen hier unterwegs. Da kommt aber neues Obst. Das Obst kann dann ja wieder weg. Passagiere haben wir hier auch.
Ah, lass mal den erstmal tüdeln. So, dann schließen wir hier oben noch die Farmen an. Mal gucken, wie bauen wir da am schönsten die Strecke hin, wenn wir es von hier unten wohl machen. Geht das hier auch schick? Ja, so halbwegs schick. Reicht das schon? Nee, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Jetzt reicht das. Dann noch die Wartung da mit reinsetzen und dann mal schauen. Ja, da kommen wir später nochmal hin. Stockton. Madeira Stockton. Jo, sehr gut. Ja, geh mal weg hier. Ja, yeah, geh mal weg hier. So. Sacramento. Stockton. Komm, auf jeden Fall einen Zug fahren lassen nach Stockton und einen nach Sacramento. Da am Fahren und dann können wir ja schon mal langsam aber sicher weiterbauen nach Yuba City. Ersetzen. Der ist jetzt schon kaputt. Du hast doch aber eigentlich Wartung. Nur noch reingebaut. So. Beinteilen. Da unten steht er und brennt. Der schöne Zug. Natürlich nicht unbedingt den Acker da zerstören. Kostet immer unnötig viel Geld. Yuba City ist nicht so groß. Da ist nicht wirklich rentabel. Nee, zack. Sind ja zu klein, die Loks. So, Madeira wächst und gedeiht. Dürfte eventuell bald auch einen Stern haben. Ist hier eigentlich in San Francisco was, was wir hier wegfahren können? Nee. Stockton, Madeira. Yuba City. Würde sich doch auf jeden Fall ein Zug lohnen. Okay, dann fahren wir von da nach da. Und von Stockton nach da. Kann da nämlich schon mal ein bisschen Geld rumkommen. Dann wollen wir hier mal weiterbauen. Oh, hier oben könnte sich das auch gleich nochmal richtig lohnen. Gucken wir mal, wie wir das hier am besten reinkriegen. Ne, da werden wir hier hinten wohl ein extra setzen müssen. Okay, ist aber nicht so schlimm. Zack. 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 Können wir noch Hotels pauschal mit reinbauen und Postämter. Ja. Machen wir hier oben natürlich auch. Dann lassen wir auf jeden Fall noch einen Zug fahren. Kauf. Bürgerkrieg. Land teilt sich. Preise für Waffen und Munition um 50% gestiegen. Wir haben bloß keine Liefermöglichkeiten dafür. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da müssen wir unter Chico einen Abzweig machen. Gut, der wird jetzt nicht gerade das, was man schön nennt. Okay, dann können wir hier noch einen reinsetzen. Und da
Da ist das Jahr schon wieder zu Ende. Wir haben jetzt einen Buchwert von 7,8 Millionen. Okay, verfügbare Strecke haben wir jetzt 748. Müssen wir uns gleich auch ein bisschen beeilen. Wir haben noch 14 Jahre Zeit und wir haben ja noch nichts an Dings transportiert, an Truppen. Machen wir kurz langsam hier. San Francisco, Sacramento, Stockton. Fällt das Ding da noch mit rein? Nee, fällt nicht. Das fällt doch da rein. Hm. Chico, Yuba City, Stockton, Sacramento, Sacramento, Madeira. Madeira, Madeira. Lass mal einen Zug fahren von Madeira nach da. Kauf. Und ein von da nach da. Kauf. So, Wartung müssen wir natürlich noch einbasteln. Wartung. So, dann haben wir auch genug von solchem Krempel da angeschlossen. Das Geld dürfte unter Umständen nicht mehr unser großes Problem sein. Geschwindigkeit müssen wir ja wieder hochsetzen. Wir haben hier gestoppt. So, dann ein Zug. Auf. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier halbwegs geschmeidig über die Berge kommen. Das kostet uns einen Tunnel. Müssen wir richtig Kohle ausgeben hier. Entweder böse Steigungen akzeptieren oder böse Geld ausgeben. So, sind wir auf jeden Fall schon mal da. Werden hier mal pauschal noch Wartung mit reinsetzen. Fahren ja dann nachher auch mit Zügen lang. Nehmen wir Fall River Mills mit. Bahnhöfchen und natürlich das Zeus. Was haben wir hier ein Dings gar nicht gebaut, ne? Ein Reading. Okay, und das Hotel noch. Schön, schön. Dann haben wir das wieder. Lassen ein Zug fahren. Tick, tick. Pick, pack, buck, pick, Ende. Munitionsfabrik, Salt Lake City. So. So. Hinten wird es nachher schon wieder ein bisschen flacher. Brauchen wir dann nicht ganz so. Hätte aber den Nachteil, dass wir Reno ein bisschen ignorieren müssten. Bauen wir erstmal weiter nach Susanville. Mit dem Tunnel kostet es richtig Kohle. Der Tunnel hat aber auch den großen Vorteil, eine gerade Strecke zu sein. Die können doch sicherlich nochmal Aktien ausgeben. Schön. Hätten wir dieses welches? Kämen dann nach Susanville. So. Ja, da haben wir jetzt nochmal Hügel reingedrückt. Natürlich ungeschmeidig.
bauen. Pauschal, Hotel, Restaurant, Kneipe, Postamt. So. Das wäre natürlich da durch den Hügel. Oder hier außen rum. Hier hätten wir einen kleinen Tunnel. Okay, wir haben unsere Pflicht wieder erfüllt. Aktie wurde gesplittet. So, kleines Tünnelchen. Da ist er wieder. Die Hügel hier, die sind böse. Die kosten richtig Power. Jetzt fehlt uns ein bisschen Taschengeld. Ja. Ein bisschen Speed rein. Und hoffentlich gleich wieder entsprechend Geld da ist. Jawohl. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Zug aus Susanville fahren lassen? Nein, haben wir nicht, ne? Kauf. Schwindender Wirtschaftsausschwung. Okay. Da ist das Jahr ein bisschen spät beendet. Bastjo. Hier natürlich wieder ein bisschen geschmeidiger. Hier flacher. So. Kriegen wir Reno doch noch mit angeschlossen. Haben wir auch zumindest wieder eine relativ große Stadt. Und dann lassen wir noch ein Zügchen jetzt erstmal wieder fahren von Reno nach Susanville. Dick, 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 dick. Ente. Wirtschaft verlangsamt sich. Jo, ist okay. Oh, Madeira ist groß. Wir können Madeira noch Züge kaufen. Und zwar von Madeira nach San Jose. Kauf. Und von Sacramento nach Madeira. Kauf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wieder erfüllt. Das ist doch viel besser. Das Jahr neigt sich dem Ende. Haben 14 Millionen. Bis Ende 1875. Also wir haben noch knappe 11 Jahre. Wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Ja, ist jetzt Carson City. Ja, Carson City kriegen wir noch hin. So. Ersetzen, natürlich möchten wir den ersetzen. Ich frage mich bloß, warum die alle kaputt gehen. Wir haben doch überall Stationen gebaut. So, Carson City ist zum Glück auch schön groß. Warum sage ich eigentlich Carson City? Das Ding heißt ja nur Carson. Hopp. Natürlich Hotel, Postamt. Restaurant, Kneipe, Kneipe, dann auf jeden Fall einmal diese Strecke, Kauf, und dann brauchen wir Carson, Madeira, Kauf, dann San Jose, Carson, Kauf. Stockton. Kauf. Und Sacramento. Kauf. Jut, jut.
Wirtschaft bricht ein. Okay, hier machen wir wieder langsam. Und dann geht das in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss und bye bye.